Hallo, herzlich willkommen bei den drei Herren vom Film Packen aus. Ich habe mal Rebuy getestet mit einem Paketchen auf zwei. Auf jeden Fall. Ja, von Rebuy sind es die beiden. Und ja, ihr kennt das Prinzip. Ich habe es gekauft, ich habe die Kisten vorbereitet und die beiden dürfen zuerst reingucken und sich mal was rausziehen. Und wir müssen uns kurz fassen. Und ihr müsst euch kurz fassen. Fast and Furious. Wenn ich mal zwei Teile. Ich fang an. Raus. Ein Chris Kentis und Laura Lau. Laura Lau finde ich einen super geilen Namen. Laura Lau Film. Open Water, unheimlich aufregend. Blair Witch Project auf dem Wasser. Guck mal hier. Open Water. Kann ich nichts zu sagen. Habe ich noch nicht gesehen. Habe ich mal gehört. Aber ab 12 scheint nicht so brutal zu sein. Nee. Habe ich beide Teile von Open Water 1 und Open Water 2 und beide gefallen mir gut. Hervorragend. Ja, ich kenne den auch richtig psychisch. He's no good. He's no good. Ist wahrscheinlich auch nicht gut. Kenne ich nicht. Rick Caravanian, ja, den kenne ich. Den kennst du, ne? Wen haben wir denn hier? Michael June, Jacques Villers, Rick Cavanian, Kospar Schiebehagel, Rüdiger Hoffmann, oh, die kenne ich noch nicht. Das sind aber nur die Stimmen. Ja, ist ja okay. Christian Tramitz, Mia Böth, Badesalz. Ach, das ist so ein, was ist denn da, so Viechers oder was? Nee, ist nur gut, ist doch, glaube ich, eine Zeichentrickserie. Halb Frankreich lachte sich schlapp über die Verfilmung des Kultcomics von Astrid Schöpfer, René Gustin. Naja, ach, das ist schon gezeigt. Ist nur gut, kenne ich nicht, aber muss ich auf die Liste setzen, weil ganz viele deutsche Stimmen. Sehr schön. Ja, 99 Cent. Ist in jedem Sinn ich Film. Geht schon wieder los. Wenn sie eine deutsche Stimme. Okay. So, was haben wir denn hier? Oh, Anthony Hopkins und Cuba Gooding Jr. Instinct. Habe ich mal gesehen. Ich kann mich leider nicht mehr erinnern. Und deswegen gebe ich auch zurück weiter. Von wem ist der? John Turteltaub. Okay, Turteltaub. Kenne ich auch nicht. Kenne ich auch nicht. Aber doch, den kenne ich nicht. Wie sagst du immer so schön? Bombe! Nee, war schon lange auf der Suche nach dem Film. Ist eigentlich neu, momentan total teuer und bezahlbar. Jetzt habe ich ihn bei Rebuy gefunden. Richtig geiler Film. Anthony Hopkins, Robert Gooding Jr. spielen fantastisch. Also musst du dir demnächst echt mal angucken. Solltest du tun. Auf jeden Fall. Klasse Film. Richtig klasse. Weiter geht's. Herr Zorn und zu. Was dickes. Oh, was dickes. Oh, kaputt. Oh, ja, nichts drin. Nimm den Inhalt auch. Und die habe ich auch. Kekse. Windtalkers. Die Box habe ich auch mal gehabt, habe es dann verkauft. Was? Die blaue. Ey, sowas verkauft man noch nicht. Ich bin so auf der Suche. Ey, guck mal, eine schöne 20th Century 3 Edition. Viel zu viel Platz, Digga. Das ist unfassbar. Vor allen Dingen, das ist immer unfassbar. 3,99 oder so. Und, aber wie neu, ne? Ja, sowas verkauft man die. Ja, weil da hast du draufgezahlt. Aber, ne? Ja, natürlich, aber trotzdem. Die gibt es da in 18 Versionen. Und da dachte ich, wenn schon, dann 18er Version. Nimmst du die Century Card oder sowas? Ach ja, die Diskussion. Ja, vor allem, sowas ist ein Sammlerstück verkaufbar. Ja, egal. So, ich bin heute total überfordert. Hier, tut mir leid. Vorsicht! Mac Ryan zeigt alles. Jetzt geht los. In the Cut. Mit pikanten Erotik-Szenen. Ich halte es mal eben hier so rein. Ab 18? Ne, ab 16. Ja, kenne ich nicht. Wilde Liebesspiele statt vorgetäuschten Orgasmus. Das ist Mac Ryans bisher überzeugendster Ausbruch aus der Schätzchen-Schublade. Schätzchen. Boah. Videothek, was ist das für ein Alter? Videotheken gibt es überhaupt nicht mehr. Geil, was ist 007? Schönes Wortspiel auch nicht. Geil. Da fragen wir einen Heißer, ist der wohl Cut in the Cut? Nein, also ich kenne ihn auch nicht. Ich kenne ihn halt nur, dass das der Film ist, mit dem Mac Ryan quasi versucht, die. Was hast du gerade vorgelesen? Das war vor der Betty. Schätzchen-Schublade, also die Sweetheart-Image loszuwerden. Ich bin mal gespannt. War die mal ein Sweetheart? In the Cut. Ja, klar, war die ein Sweetheart. Immer in the Cut und nicht in the Cut. Entschuldigung. Die Nacht der reitenden Leichen, italienisches Horror-Kino, vermute ich mal. Ja. Mit Wendekaro ohne FSK. Ja, da haben wir am Telefon schon drüber. Nee, kann ich mal. Haben wir privat drüber. Unterhalten. Frank, so heißt er. Habe ich mich auch schon mit drüber unterhalten. Hat er schon. Und was sagt man dazu? Ja, Cut. Cut, ne? Ja. 77 Minuten. Das kann nur Cut sein.
Ich habe die auch ehrlich gesagt alle mal gesehen. Da gibt es ja tausend Teile von. Aber ich habe da nur Erinnerung dran. Ich glaube, ich muss mal wieder bei BMV mal so ein bisschen Uncut einkaufen. Da habe ich ihn ja auch gesucht, da finde ich ihn. Ja, dann muss man bei den Zara-Piraten gucken. Aber ich muss, soll ich dir mal sagen, was Frank, so heißt er, mir dazu gesagt hat? Ja gut, für 99 Cent ist er ein Cut auch ganz okay. Ja, ja? Ist ja auch. Also ich habe den, ich glaube, als Kind irgendwie lief der mal auf RTL oder so. Ja, da gibt es auch die Nacht, das so Geisterschiff der reitenden Leichen, ja, ich kann die Rückkehr der reitenden Leichen. Dass da irgendeine nackte Frau an so einem Kreuz gepeitscht wurde mit Schwertern. Aber oder? Nicht in der Fassung. Wahrscheinlich nicht, aber das ist egal. Katastrophe. Nicht in der Fassung, ich muss machen. Ich bin heute echt total überfordert. Den kenne ich auch nicht. Robin Williams, obwohl er mal einer meiner Lieblingsschauspieler ist. John Krasinski und Mandy Moore. Lizenz zum Heiraten. Ja. Erst kam die Liebe, dann kam Pater Frank. So heißt er. So heißt er. Hört sich da ein bisschen nach Porno an. Ne? Ab 6 Jahren kann man da nicht voll aus. Das hat auch so ein bisschen pornografisches. Ja, genau. Ich hatte so eine rote Phase. Aus. Rote Phase war von der blauen Phase, wo es HD-DVDs gab. Das war einer, den ich nie gekauft habe, weil selbst als HD für 2,99 konnte ich damals schon nein sagen. Ja, Robin Williams, ich denke mal, eine Komödie kann man immer gucken, denke ich. Ich bin gespannt. Bitte? Hm? It's my turn now. Die Grauzone, ein Tim Blake Nelson-Film nach dem Bericht eines Überlebenden. David Arquette, Steve Buscemi, Harvey Keitel, Mira Sorvino. Netter Cast. Nie mit gehört. Glemmender als Schindlers Liste. Oh ja. Oh, das klingt aber nach Holocaust. Und ich glaube, auf dem ersten Bild, das ist doch so. Herbst 1944. Ja. Kenn ich nicht. Kenn ich auch nicht, aber hört sich von der Übersetzung her schon mal sehr gut an. Kann man sich ja mal angucken, ne? Ja. Kann man sich angucken? Sollte man sich angucken? Also da geht es um... Juden, die anderen Juden quasi im KZ in die Öfen schubsen oder in die Gaskammern treiben und dann als Verräter quasi noch mehr geächtet sind als die anderen. Okay. Und dann gibt es halt einen Aufstand in diesem KZ, den habe ich schon gesehen. Total bedrückend, wie gesagt, beklemmend als Schindlers Liste. Sollte man sich echt mal angucken, weil das ist echt schwere Kost, sag ich mal. Ein Kriegsfilm. Ja, ja, wie gesagt, ich bin heute total überfordert. John Amos, Curry Holcomb, Greg Grant, kenne ich auch nicht. J.B. Smoove. Special Appearance bei Chris Rock. Der macht wahrscheinlich einfach so. Die Redneck-Familie. Ne. Keine Ahnung. Ab 16. Kein Wendeklapper. Gib gleich durch. Nie gehört. Der klang einfach so scheiße, dass der bestimmt geil ist. Na, natürlich. Das ist ja immer das. Also, so Komödien bin ich ja quasi momentan so ein bisschen auf der Suche. So hier. Monkey Bone, Tötet Smoochie oder so ähnlich. Tötet Smoochie ist noch keine Komödie. Ja! Ja, schon fast schon Drama. Ne? Ja, gut, okay. Was haben wir da? Horror-Drama scheint es mir, Kinder des Zorns. Ah! Oh, da kriegt jemand Zahnschmerzen. Von Stephen King, auf einer Geschichte von Stephen King basiert. Ja, ich kriege vor allen Dingen Zahnschmerzen, wenn ich auf die Laufzeit gucke, wahrscheinlich. Das ist ja tödlich Ernte, ne? Kinder kann sein. Ja, ja. Ja, hast du da auch schon mit Herrn F. drüber gesprochen? Nein, über den habe ich okay. Frank, Kinder des Zorns, 85 Minuten, ich fürchte Tonnen. Aber wir lassen uns überraschen. Ja. 99 Cent. Ja, ja. Und war ein Stephen King-Film. Mach mal keinen Stress. Oh, ja, den ich kenne und ich auch genau in dieser schönen Snapperbox habe. David Boreanaz, besser bekannt als Angel, Denise Richard, Marley Shelton und Catherine Heigl. Heigl? Heigl. Ist doch kleiner als Christoph Waltz. Waltz! Muss erstmal hier, als erstes mal hier. Oh. Nimm die Vorderseite. Nein, Denise Richard. Oh, guck mal. Oh. Da stört was an meinem Bein. Geil. So. 30 Zentimeter. Schrei, wenn du kannst. Ja, was soll man sagen? Typischer Slasher-Abklatsch, nachdem die Scream und ich weiß, was du letzten Sommer getan, Welle aufgeäppt, aufgestellt worden ist. Aber trotzdem solider Slasher, kann man sehen. Kenne ich nicht, aber einer der Filmtitel, die sehr viel versprechen. Schrei. Marco hat alles gesagt und wie gesagt, Denise Richards. Auf jeden Fall. Vicky.
Da hat der gute Björn noch vor kurzem mal gelästert, die Frau von Stepford. Natürlich, wir haben das auf Video. Wir können das ja zeigen. Remake mit Nicole Kidman in der Hauptrolle fand ich okay. Nicholas Kidman. Und Glenn Klose. Ja. Steht aber mir im Regal. Christopher Walken spielt auch mit, Bette Midler, Faith Hill. Ja, doch, die Country-Sängerin. Finde ich total toll, wo der Original noch besser ist, aber schönes Remake, macht Spaß. So, den kenne ich auch, sogar die 18er. Ja. Sonst wäre es auch richtig Geldverschwendung gewesen. Ja. Ungeschnittene Fassung, Ghost Ship. Bombe, ja, I love it. Definitiv einer der geilsten Horrorfilme, allein die Eröffnungssequenz auf dem Deck da oben, wo die alle da mit der Leine da gecuttet werden, einmal quer durch. Ich glaube, selten in einem Horrorfilm so einer Szene auf einem Schlag so 40, 50 Menschen sterben, oder? Aber ist schon geil gemacht. Auch der Rest ist richtig geil gemacht, so ein richtig schöner Gruselschocker mit derben Effekten. Thorsten, den müssen wir uns mal zusammen angucken. Ich habe auch gehört, dass der ziemlich brutal sein soll. Und geil. Mal gucken, vielleicht wird das was. Richtig gut. Ghost Show. Du hast alles gesagt. Ich weiß. Ich schon wieder. Schreiben du kannst und dich kriegen wir auch noch. Ja, ich habe mal sehr viel über Horrorfilme, über Slasher-Filme geschrieben an der Uni und über die neuen Slasher-Filme und den kenne ich noch nicht. Ungekürzte Fassung. Da wollte ich gerade nachfragen, ist es die ungekürzte? Steht drauf. Dann ist es auch die ungekürzte. Das ist so ein Film, wo mir auch Frank so heiß dazustimmen würde. Wenn man da die gekürzte Fassung von hat, hat man echt keinen Spaß mit. Da ist aber, muss man dazu sagen, hast du schon hingehalten? Ja, ne? Ja. Da muss man dazu sagen, der ist nicht brutal, da ist also kein Blut rausgekürzt, aber der ist komplett neu synchronisiert. Weil die sich nämlich zu 85% des Films nur über Sex und Drogen und Marihuana und so unterhalten und die Neusynchro macht den ganzen Film kaputt und deswegen Disturbing Behavior auf jeden Fall in der ungekürzten Fassung kaufen. Katie Holmes. Finde ich übrigens auch wieder eine geile deutsche Übersetzung von Disturbing Behavior auf dich kriegen wir auch noch. Ja. Naja, bin ich dran? Ja, wir haben Rand hier. Gott. Das ist so was, da bin ich ganz ehrlich. Da will ich mich nie kaufen, interessiert mich überhaupt nicht. Ja. National Geographic Beyond the Movie, der Herr der Ringe, die Gefährten. Ja, ich denke mal, das ist so ein Hurra, wir fahren jetzt mal eine Herr-der-Ringe-Tour. Da gibt es ja diese Herr-der-Ringe-Tour, ne? Oh, fürchterlich. Nein, ist ja okay. Bin ich überhaupt kein Fan von, wenn man da so Schauplätze abfährt und da hat der Frodo gestanden, da hat Gandalf seinen Mantel ausgezogen, nimm ein Stück Gras von mit und Nee, kann ich das nicht übertrieben. Ja, aber die Fans, diese Tour, ja, natürlich, ja so. Klar. Ja, die machen es ja da auf dem Rasen von unterwegs. Es schreibt mir an, auch mit Mickey Mouse aus. Ja, genau. Kenn ich nicht. Ja. Ist mir auch als Bonus macht der wahrscheinlich irgendwie. Ja, genau, also dafür wäre es okay. Ne? Wahrscheinlich, keine Ahnung, aber da ich blühender, brennender Herr der Ringe-Fan bin, dachte ich, komm, guck sie dir mal an, was diese Doku. Greif rein! Ihr seid bald durch mit dem ersten. Die Entführung der Pelham 1, 2, 3. Auch mal ein Remake wieder mal. Solide. Ja, fand ich jetzt auch okay. Ich fand den Trailer ganz fürchterlich mit dem Mein Mann wird gleich sterben, aber bitte vergiss nicht, die 2 Liter Milch mitzubringen. Genau. Also, das ging gar nicht. Ja, wieder ein Remake. Ist solide, wobei ich wirklich nur jedem empfehlen kann, stoppt die Todesfahrt der U-Bahn 1, 2, 3 mit Jack Lemm und Walter Matthau, ne, glaube ich. Ja. Original ist um Klassen besser, viel beklemmender und sehr geil. Ist auch ein solider Action-Thriller, aber Original gucken. Ich glaube, für einen Euro 9 dachte ich, Original kann man sich den mal insgesamt stellen. So! Kenn ich. Ja. Sehr schöner Episodenfilm, 8 Blinkwinkel, hat mir sehr gut gefallen. Oder heißt Episodenfilm? Ja, doch, eigentlich ein Episodenfilm. Ja sind ja Film aus 8 Blinkwinkeln. Blinkwinkel. Sehr schön, Blinkwinkel. Ja, hat mir gefallen, finde ich sehr gut. Ja. Ich mochte den auch sehr gut, ich mache den immer noch gerne. Der eine Schauspieler sieht gut aus. Der Matthew Fox, das ist ja aus Lost. Richtig. Mittlerweile gelernt. Ich fand bei dem Film toll, der soll ja in Madrid, glaube ich, spielen. Und das sieht so aus, wie Madrid ist aber eh gar nicht in Madrid gedreht worden. Doof. Wie bei den meisten Filmen.
Wer spielt nochmal den Dingens? Dennis Quaid. Genau, Quaid. Dennis Quaid. Dennis Quaid. Wo ist denn jetzt letztens? Ach, der ist Tomorrow. Genau. Und Sigourney Weaver. Stirbt die auch wieder? Nein. Nochmal. So, zwei haben wir noch. Ein für mich, ein für dich. Ah, one for you. One for you. For me. One for me. Ganz schön ist. So. Ja. Die kommt. Die ist zweigeteilt. Die ist ja schon kaputt. Die Nein, die ist so. Achso, die, ja, die ist wirklich schon super. Ich glaube, es gibt wenig Filme, die ich nicht mag. Das ist einer davon. Toll. Ja, Mr. Jones. Na Quatsch, Mr. and Mrs. Smith. Ich fand den unterhaltsam. Ja, kein Brüderfilm, aber immer noch tausendmal besser als Night and Day zum Beispiel. Ich mache mal hier den Nüppel ab. Ne? So, die Edition finde ich allerdings sehr schön. Hier so mit Einschussloch hier vorne und dann kann man das hier so auf. Da müsste jetzt doch mal zeigen. Guck mal, kann man hier so aufklappen. Dann hier schön hier so Digipack. Ja, also die Edition finde ich cool. Die habe ich bis jetzt noch nie gesehen. Die finde ich echt für eine Sammlung schick. Das muss ich ganz klar sagen. Ja, Mr. und Mrs. Smith. Habe ich den auch blau? Ja, den habe ich doch auch blau. Ja, dazu muss ich sagen, den Film habe ich schon in einem Steelbook, ich glaube sogar in einem limitierten Steelbook. Aber ich habe halt diese Soundtrack Edition, da ist die DVD und die Soundtrack CD drin, gesehen. Für, ich glaube, 1,49 € oder so. Ich dachte mir, geil. Für die Sammlung mit hinein, auch wenn man den Film schon hat. Natürlich. So! Zumal der Film richtig unterhaltsam ist. Ein noch. Ah! Bombe. Ich sag nur Bombe. Ein Film, den viele nicht kennen, der aber richtig genial ist. Jude Law, Gwyneth Paltrow und Angelina Jolie. Sky Captain and the World of Tomorrow. Richtig, richtig geiler Scheiß. Muss ich wirklich sagen. Ich habe ihn selten so überrascht gewesen, den habe ich auch blind gekauft, reingepackt und diese Mischung aus. Ja, ist ja eine echte. Was war das für eine Geschichte? Ich habe vergessen. Ich weiß es ja. Ist ja eine echte Geschichte mit drin, dann kommt ne, mit Fantasy aufgepackt und also richtig geil. Ja, es ist ja auch geil. Die Optik, die viel von dem ja, Film die ausmacht. Die Optik ist der Hammer. Teaser. Kriegsfilm war gestern. Film Noir und Film Noir Noir kommen auf euch zu. Jawohl. Ja, wie gesagt, diese echte Schauspieler in komplett computeranimierter Umgebung oder so, diese Optik ja, ist ja richtig geil und der Film ist richtig gut. Hat so ein bisschen was von, Sin City. Ja, Sin City und Hitler irgendwie so. Sin City und Hitler irgendwie so stauben werden. Ja, nein, hier, die spielen alle so, so eine Art Nazi, keine Ahnung, Alben Sky, ja, Nazis oder so, keine Ahnung. Ja. Aber ich fand ihn auch damals gut. Also, jetzt war er gut zu kriegen. Ja, das war Teil 1 des Rebuy Unpackings. Genau. Das kommt im zweiten Teil, weil wir machen mal einen Break, weil sonst wollen wir euch ja nicht überfordern hier. Wir sind schon wieder bei fast 20 Minuten. Ja, geht gleich weiter. Genau. War interessant bis jetzt. See you. Why? Bye.